Hallo meine Lieben, heute erkläre ich euch 5 Tipps, wie ihr den Sport in den Alltag integriert bekommt. Denn ich werde immer wieder gefragt, hey Linda, wie machst du das denn mit Kind und so weiter? Das ganze Sport und Drehen und Schneiden und dann noch Haushalt und Kochen und dann trotzdem dabei noch gepflegt und gestylt auszusehen. Ich werde euch das verraten. Also Tipp Nummer 1 ist, ich gehe gar nicht mehr einkaufen, ich bestelle alles online. Also ich gehe auch nicht mehr zum Rewe, sondern nur noch ganz, ganz selten mal, wenn ich irgendwas vergessen habe, dann fahre ich da ganz kurz hin, wenn ich den Kleinen in der Kita abgegeben habe und das ist auf dem Weg, da springe ich kurz rein und hole dann noch meine 2, 3 Produkte. Ansonsten gibt es nur noch bei mir Rewe online und darüber bestelle ich. Das heißt, ich bestelle über die App innerhalb von 5 Minuten. Und am nächsten Tag kommt meine Lieferung und dann räume ich einfach nur auch innerhalb von 5 Minuten die ganzen Produkte in den Kühlschrank. Und somit habe ich wieder Zeit gespart und ich kann dann nochmal einfach nur, kann einfach da in dieser Zeit ein bisschen mehr laufen gehen. Tipp Nummer 2. Wenn du kochst, dann koch direkt für 2 Tage. So mache ich das immer. Also ich stehe nicht jeden Tag in der Küche und brutzelt mir da einen zurecht. Es geht bei uns immer gesundes Essen. Es wird ohne Ende geschnibbelt. Also ich habe echt mal den ganzen Topf total voll. Alles gesund und wirklich bio und so weiter. Aber ich koche nicht jeden Tag, sondern wirklich alle 2 Tage. Und somit habe ich auch wieder an dem Tag wieder ein bisschen Zeit eingespart. Das heißt, wieder mal eine halbe oder eine ganze Stunde sogar mehr mit Aufräumen und so weiter, die ich verwenden kann, um Sport zu machen. Denn bei mir ist das so, der Sport ist für mich so ein wichtiges Element geworden am Tag. Das ist für mich so essentiell wie Zähneputzen. Der ist nicht wegzudenken. Mache ich keinen Sport, bin ich schlecht drauf. Tipp Nummer 3. Setze dir feste Zeiten. Bei mir ist das so, ich bringe den kleinen Mann in die Kita, komme zurück, räume alles ganz schnell auf, innerhalb von 20 Minuten ist alles tippitoppi. Dann setze ich mich hin, trinke meinen Kaffee, den brauche ich nämlich. Dann habe ich genug Koffein und dann ist mein Ritual, das ist der nächste Schritt, ich mache Sport. Entweder mache ich das hier oben im Wohnzimmer mit meinem Eigengewicht und kleinen Hanteln, so wie ihr das kennt aus meinen Workouts, genau solche Workouts mache ich dann auch. Oder ich gehe runter in mein Home Gym und schmeiße mich dort aufs Laufband oder gehe an die Kraftstation. Fertig. Und meine Workouts, die sind maximal, also wenn ich laufen gehe, sind die 1 Stunde. Und wenn ich Kraftworkouts mache, dann immer so 20 Minuten. Und das reicht. Es reichen wirklich am Tag tatsächlich nur 20 Minuten. Tipp Nummer 4. Plane den Tag tatsächlich so, dass du den Sport nicht ausfallen lassen musst. Also es ist wirklich eine feste Säule an deinem Tag. Ja, genau wie Zähneputzen, ne? Dass du auch deine Termine oder Verabredungen oder deinen Job oder was auch immer oder das Einkaufen, whatever, dass du das so einbaust, dass du den Sport nicht ausfallen lassen musst. Schaffst du es aber morgens nicht, guck, dass du es halt irgendwie in den Tag integriert bekommst. Und wenn es halt nur abends ist, selbst abends, wenn der 20:15 Film läuft und die Kinder vielleicht im Bett liegen, dass du das halt währenddessen machst. Das mache ich auch ganz, ganz oft. Dann stehe ich dann hier, mein Mann guckt dann Fernsehen, wir beide gucken dann gemeinsam einen Film und dann habe ich meine Matte hier ausgerollt und dann mache ich währenddessen meine Übungen, also meine Sportübungen. Und das steckt ihn dann sogar auch oft an und dann macht er auch mit, obwohl er abends auch echt platt ist. Mein Mann ist echt sehr, sehr sportlich. Der ist am Wochenende halt sehr, sehr viel unten und trainiert dann halt, aber abends ist er dann halt auch echt platt. Ich natürlich auch, aber manchmal ist es dann so, dass wir dann gemeinsam hier auf unseren Matten dann nochmal richtig Sportübungen machen und fühlen uns danach auch echt besser. Also bei mir ist das ganz klar die Aussage, lass deinen Sport nicht ausfallen, es sei denn, du bist krank. Tipp Nummer 5. Hab ein schlechtes Gewissen. Lerne ein schlechtes Gewissen zu bekommen, wenn du keinen Sport machst. Wenn es um den Sport geht, weil Sport ist ja auch gleich Gesundheit und eine gesunde Mama heißt auch gleichzeitig gesunde Kinder. Und wenn du dein Sport irgendwie einen Tag nicht gemacht hast, 2 Tage nicht gemacht hast, 3 Tage nicht gemacht hast, ja, dann sollst du ruhig ein schlechtes Gewissen haben, in dem Punkt, sonst nicht. Sonst befreie dich von allem, weil wir Mütter haben sowieso in allen Punkten andauernd ewig schlechtes Gewissen. Ja, wir wollen immer oberperfekt sein, wir wollen immer obergestylt und super aussehen und schlank und gesund und die Kinder sind wohl genährt und auch noch sauber und das Haus ist geputzt und ich weiß nicht was. Und der Kuchen ist gebacken und alle sind happy und zufrieden, ja, aber ich finde, als Mutter sollte man sich echt in dem Punkt total frei machen vom schlechten Gewissen, aber in Sachen Gesundheit, da darf es ruhig ein bisschen knistern im Kopf und auch im Herzen, denn da geht es ja wirklich nur um euch und dass ihr was für euch tut. Ja, also das ist ein schlechtes Gewissen dir selber gegenüber. Sei gut zu dir, beweg dich, mach den Sport,
Ich weiß, die meisten da draußen, die wollen das gerne einbauen in den Alltag, wissen aber nicht wie. Also ich hoffe, dass diese 5 Tipps euch geholfen haben, das irgendwie einzubauen. Es ist ein Prozess, das müsst ihr erstmal lernen, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Aber ich verspreche euch, wenn ihr das mal eine Woche so gemacht habt, dann seht ihr, dass das toll ist, dass das funktioniert. Und ich rede hier nicht von jeden Tag 10 Kilometer laufen gehen oder sowas, sondern ich rede tatsächlich nur davon, dass ihr vielleicht pro Tag irgendwie 15 bis 20 Minuten kleine Workouts macht. Und das reicht dann auch schon. Ja, ja, ich weiß ja auch, wie das ist. Und momentan, der Noah schläft momentan nicht so gut und immer wieder mal nachts wach. Und ich habe auch oft Nächte, wo ich irgendwie dann vielleicht nur 4 Stunden geschlafen habe mit 5 Unterbrechungen oder irgendwie sowas. Oder auch echt, es ist wirklich sehr kurze Nächte und weil er vielleicht irgendwie geträumt hat und man steht immer wieder auf, geht ins Kinderzimmer. Manchmal nehme ich ihn auch mit rüber in unser Bett, dass er auch dann nochmal in der Mitte schläft. Ja, aber trotzdem, ich bin am nächsten Tag echt sowas von gerädert. Aber ich sag mir, diese paar Minuten, ein bisschen Sport, die müssen jetzt drin sein, weil das macht mich auch wieder fitter. Weil wenn ich das jetzt nicht mache, dann fühle ich mich auch total unzufrieden. Nutz diese Zeit einfach zum Dehnen, zum Stretchen. Selbst das tut gut, ja. Das tut dem Körper gut, um einfach nochmal die Muskeln lang zu ziehen und sich einfach wohler zu fühlen. Weil manchmal ist man echt wirklich so gerädert und denkt, boah, heute geht gar nichts an mir, ich bin echt so platt, ich muss auch so viel erledigen, noch so viel machen und gleich kommt der und die und das. Ich weiß echt, wie das ist. Aber haltet euch echt vor Augen, dass diese paar Minuten am Tag, die bringen echt total viel und die geben auch ganz viel zurück. Und das merkt eure Seele auch. Und ihr werdet merken, eure Ausstrahlung wird euch verändern und ihr werdet ganz anders rüberkommen und vielleicht auch ausgeglichener sein und glücklicher sein. Nicht, dass ihr nicht glücklich seid, das meine ich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Eure Kinder werden das spüren und auch eure Partner. Also, macht es einfach, versucht es mal. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir schreibt, wie sich das bei euch verändert hat. Und ich freue mich sehr über eure Kommentare. Macht's gut. Muah.